wenn es darum geht, was Chemnitz ist und was nicht, fällt immer wieder ein Wort. Grau. Heller als schwarz, dunkler als weiß. Chemnitz ist ein Mittelding. Mittelmäßig groß, mittelmäßig schön, hat einen mittelmäßigen Ruf. Ich finde, Chemnitz ist eine Frage der Perspektive. Grau liegt im Auge des Betrachters. Ich lebe in einer Stadt, an der ich manchmal verzweifle. Aber Zweifel gehören dazu. In einer Stadt, die mit ihrer eigenwilligen Ästhetik dafür gesorgt hat, dass ich Plattenbauten schöner als Barockpaläste finde. Eine Großstadt, die wie ein Dorf ist. Weitläufig, aber familiär. Die oft ihre Ruhe braucht. Aber noch öfter einfach ein bisschen mehr Leben auf den Straßen. Alt und Jung leben hier dicht beieinander. Wir haben die höchste Apothekendichte, die wenigsten Spätshops und den buntesten Schornstein der Welt. Eine komische Stadt. Aber genau deshalb auch so liebenswert. Chemnitz schön oder angesagt. Ich würde was vermissen. Das ist meine Stadt. Sie ist manchmal grün und manchmal grau, manchmal schön und manchmal hässlich, manchmal verschlafen, manchmal putzmunter, manchmal leer und manchmal voller Menschen. Und trotzdem passiert hier immer wieder Neues. Trotzdem gibt es hier alles, was ich brauche. Unterhaltung, gutes Essen und vor allem gute Freunde. Ich sage immer, Chemnitz ist das, was ich draus mache. Das was wir draus machen.